nicht das Interesse der französischen Öffentlichkeit an diesem Geschehen? Also die Love Parade war in den ganzen Jahren ein richtiges Weltereignis und jedes Jahr, als sie in Berlin vor allem stattfand, war das Interesse in Frankreich wie in der ganzen Welt sehr groß. Daher glaube ich auch das Interesse nach dieser Tragödie. Und das Interesse erklärt sich dann, denke ich, auch dadurch, durch diese Diskrepanz, die es gibt zwischen dieser fröhlichen Jugendveranstaltung, die man kennt, und dem Drama der letzten Tage. Vielleicht auch, wenn man auf die alte Klischeekiste hat, jetzt auch mit der Tatsache zu tun, dass man denkt, in Deutschland ist immer alles perfekt organisiert und es kann nichts schief gehen. Und leider war es letzte Woche nicht so. Kennt man in Frankreich die Love Parade? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, die ist ein bisschen in Frankreich in Vergessenheit geraten, zumindest was die aktuelle Berichterstattung angeht, seitdem sie von Berlin ins Ruhrgebiet gewechselt hat. Also wie gesagt, vorher musste ich jedes Jahr ran, als sie im Tiergarten stattfand. Hat man in Frankreich jemals von der Stadt Duisburg gehört, bevor die Ereignisse der Love Parade sich hier abgespielt haben? Das wage ich zu bezweifeln, ehrlich gesagt, ohne sie zu nahe treten zu wollen. Also als ich vor ein paar Tagen mit einem Kollegen sprach, für ihn er brachte Duisburg in Verbindung mit den Mafia-Morden vor 3 Jahren, glaube ich. Also das war das Einzige, was er damit verbinden konnte. Wer ein bisschen vielleicht Ahnung hat von Geschichte, von Industriekultur, wird vielleicht das Ruhrgebiet kennen und ein paar große Städte wie Duisburg, Essen, Dortmund etc. etc. Aber ich denke, dass die Stadt doch bei den meisten Franzosen nicht bekannt ist. Glauben Sie, dass sich der Name dieser Stadt auch in Frankreich eingraben wird, als der Ort, an dem die Menschen gestorben sind und an dem die Love Parade auch gestorben ist? Das könnte ich mir vorstellen. Das ist natürlich eine kühne Prognose heute, aber wie man heute das Wort Esel oder Heisel vielleicht auf Deutsch mit der Tragödie in den 80er Jahren in diesem belgischen Stadion verbindet, kann es sein, dass das Duisburg für Jahre in Verbindung gebracht wird mit diesem Ereignis.